Nein, während der Flucht nicht. Das war ja eigentlich ein organisierter Kinder- und Jugendtransport mit Zertifikaten, sogenannte mit Einreisebewilligung nach Palästina. Angst oder Furcht hatte ich nur, das war damals sehr dramatisch, denn wir hatten 4 Wochen in einer Schule, in einer jüdischen Schule in der Schiffhamsgasse im 2. Bezirk im Oktober, Ende September, im Oktober ein so Vorbereitungsseminar für Palästina. Wir hatten wenig Ahnung und das hat ein wunderbarer jüdischer, zionistischer, junger Lehrer und Erzieher namens Aaron Mensche geleitet, gemeinsam mit einem Lehrer, der aus dieser Ahava-Schule in der Nähe von Haifa nach Wien gekommen ist mit seinen 50 Zertifikaten, für die sich erstmal 1500 eingetragen haben. Dann kamen 200 in die engere Wahl und diese 200 waren eben in diesem Vorbereitungsseminar 4 Wochen. Das war fürchterlich, denn wir wussten, wenn wir Monopol gespielt haben oder Quartett, dass die anderen drei, das sind meine Rivalen. Denn nur 50 von 200. Und eben Aaron Mensche war wunderbar, der hat uns auch einen Sprech- und Singchor beigebracht, den wir dann in Haifa, also in Kirjat-Bialik, da gesungen und gesprochen haben. Er hat uns bis nach Zeres begleitet. Aaron Mensche kam noch auf Besuch mit einer anderen Gruppe nach Palästina 1939. Seine Eltern und 5 Brüder waren schon in Palästina, die haben ihn angefleht. Aaron, bleib doch, wenn du auch der Gestapo versprochen hast. Dann sagte er, solange es jüdische Kinder in Wien gibt, die ich betreuen muss, muss ich zurück zu denen. Er wurde mit vielen anderen Juden aus Wien, ich glaube 1941, nach Theresienstadt deportiert. Aber bis dahin hat er in der Marco-Aurel-Straße 5, dort gab es auf einem Stock das sogenannte Palästina-Amt, denn Palästina war damals synonym mit Zionismus, wo man sich anstellen musste, um eben diese Zertifikate zu bekommen. Und in den 2 anderen Stockwerken hat er so eine Jugendschule, hieß das Jugendaliyah-Schule, eingerichtet, denn nach dem Juli 38 durften jüdische Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Und da war so ein Motto, hier konnten jüdische Kinder noch Juden sein. Oder nein, hier konnten wir Juden noch Kinder sein. Ja. Und es gibt einen wunderbaren, jetzt über 90-jährigen Martin Vogel, der dort auch war. Und wir haben dann angesucht, um auf diesem Haus eine Gedenktafel anzubringen. Und dann hat es geheißen von der Hausverwaltung, dass das nicht möglich ist, die Inhaber wären dagegen. Wir haben nachgefragt und dann hat gesagt, ja, die Inhaber sind dagegen, denn so eine Gedenktafel könnte Vandalen anziehen. Aber wir geben ja nicht auf und haben dann mit Hilfe des Magistrats im Rathaus eine große Gedenktafel am Gehsteig gegenüber dem Haus am Rand der Straße, Marco-Aurel-Straße 5, errichtet und am 9. November letzten enthüllt. Das war sehr bewegend. Und wer ist der Inhaber dieses Hauses? Herr Vlasek vom Billa. Also bis heute ist es nicht selbstverständlich, dass man eine Gedenktafel für einen wunderbaren jüdischen Erzieher, der leider in Auschwitz dann mit seinen Kindern ermordet wurde, mit denen aus Theresienstadt in den Tod ging. Aber wir geben nicht auf. Die Gedenktafel steht, ist jetzt viel beeindruckender als eine kleine Tafel beim Hauseingang.